Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, hier bei auch im Tastenhauer im historischen Let's Play mit Japan hier in Hearts of Iron 4. Ja, vielleicht als Vorab-Info, inzwischen ist ja auch der neue Patch 1.90 erschienen, zusammen mit der Erwerbbarkeit des DLCs La Résistance. Ich kann natürlich diesen Spielstand aufgrund der signifikanten Änderungen. Es gibt unter anderem neuen Map-Modus, die ganzen Besatzungsmechaniken haben sich geändert und sind ausdifferenziert worden. Sehr schöne Änderungen, finde ich, sind da drin verpackt worden, auch im freien Patch. Allerdings können wir den hier nicht nutzen, weil das ganze Savegame inkompatibel ist. Das heißt also, ich musste jetzt manuell wieder auf den alten Patch 1.82 zurückgehen, damit wir das Let's Play hier auch weiterspielen können. Ja, man kann jetzt sagen, so früh im Let's Play ist das immer ein bisschen blöd. Andererseits, es ist der Entwicklungszyklus und ja, auch ich kann mich nur bedingt an solchen Zyklen orientieren, weil sonst hätte ich mit dem Projekt noch monatelang warten müssen. Das wollte ich damals nicht tun. Dementsprechend leben wir einfach damit und es ist auch ganz okay. Also Spionage mit Japan ist jetzt eh historisch, glaube ich zumindest, nicht so ein Riesending gewesen. Zumindest wüsste ich es nicht. Es kann natürlich sein, dass das einfach eine Bildungslücke bei mir ist, aber ja, also den DLC bräuchte ich nicht unbedingt und die Besatzungsmechaniken sind ja schon ganz nett, aber ich denke, auch so kommen wir ganz gut im Spiel zurecht. Was ein bisschen schade ist, ich habe gesehen, tatsächlich im Fokusbaum gibt es jetzt ein paar schöne lebenserleichternde Maßnahmen. Man kann den Fokusbaum nämlich jetzt in 1.90 zoomen. Und man kann auch eine Filtersuche eingeben, um bestimmte Events zu finden, die sich auf Schlagworte beziehen, die hier auch in den Texten auftauchen oder in den Titeln. Oh, das ist super schön, da kann man echt genau nach irgendwas suchen, wenn man es gerade irgendwo im Hinterkopf hat. Aber ich denke, das sind auch größtenteils Features, die insbesondere natürlich im Multiplayer viel Sinn ergeben, wenn man regelmäßig spielt. Das sind einfach lebenserleichternde Maßnahmen sozusagen beim Spiel. Ja, aber das alles können wir nicht nutzen, das ist eben so. Apropos Besatzungsmechaniken, steigen wir vielleicht damit mal ein. Besetzte Gebiete. Die Besatzungspolitik stand bisher immer auf moderat, aber aufgrund der historischen Situation habe ich die auf grausam geändert, denn das Vorgehen der Japaner in China von Anfang an war ein unglaublich grausames Vorgehen gegenüber den feindlichen Soldaten, aber natürlich auch gegenüber der Zivilbevölkerung. Das drückt sich insbesondere dann hier beim Marsch nach Nanjing später aus und bei diesen massenhaften Vergewaltigungen und Mordaktionen rund um die Einnahme von Nanjing. Ende des Jahres 1937 wird das ganz virulent und dementsprechend passt es natürlich auch, dass wir hier entsprechend ein grausames Regiment auswählen. Das sorgt natürlich dafür, dass wir jetzt zusätzliche Besatzungskosten haben. Das heißt, wir machen nur noch 0,81 politische Machtpunkte täglich statt 0,85. Das ist so, warum hier wieder 0,03 Besatzung und hier 0,04 angezeigt wird, fragt die Entwickler und nicht mich, warum die so komische Rundungszahlen verwenden, die dann zu verschiedenen Ergebnissen führen. Don't ask me, es ist, was es ist und naja, manchmal machen die Entwickler hier wirklich ganz eigenartigen Job. Manchmal machen sie einen guten Job, manchmal machen sie einen total schlechten Job bei gewissen Dingen. Das ist mir jetzt bei der Recherche vor dieser Folge auch wieder aufgefallen, da kommen wir aber gleich noch zu. So, das also Besatzungspolitik. Dann zur Infanterie, zur Militär und zur Armee hier generell habe ich nochmal ein paar Zuordnungen geändert. Ihr seht, die erste Armee hat weniger Truppen, sie hat jetzt keine Angriffsinfanteriedivision der Standardart mehr, sondern nur noch die Garnisonsdivision und ein paar Hilfsdivisionen aus Menguko hier. Denn das ist die Armee, die hier im Norden eigentlich hauptsächlich verteidigen soll. Ja, die greift hier ein bisschen mit an, aber größtenteils ist hier eigentlich Verteidigung vorgesehen. Und ihr seht auch schon, aus dieser Armee wandern auch schon die ersten Garnisonen ab in Richtung Peking. Und zwar deswegen, weil eben wir die Besatzungspolitik auf grausam ändern. Das heißt auch, dass diese Modifikatoren Wachstum des Widerstandes komplett auf Null gesetzt werden. Und das bedeutet, wenn ich mal hier gucke, das Wachstum des Widerstands, aktuell liegt es sowieso noch bei 10,4% minus, weil wir noch so viele Truppen innerhalb der Grenze dieser Region stehen haben, also hier, hier und hier in den Provinzen. Wenn unsere Leute aber dann vorrücken, dann gehen natürlich ganz viele Prozentpunkte davon verloren. Was bleibt? Das ist das tägliche Wachstum von Peking bei 2% und von Tianjin bei 0,1%. Jetzt habe ich aber gesehen, unter anderem in Qingdao schon,
dass die Unterdrückung durch eine Armee pro Provinz wohl 0,6% ist, zumindest was diese Garnisonseinheiten hier angeht. Die sich hier gerade auch raus bewegt, was ziemlich schwierig ist. Deswegen lasse ich es jetzt auch lieber mal hier drin stehen, damit wir hier kein Widerstandswachstum bekommen. Das heißt also, wenn in Qingdao ein Wachstum von 0,5% da ist, dann reicht eine Garnisonseinheit, um das zu negieren, sodass hier kein Widerstand erwachsen kann. In Peking haben wir aber gesehen, sind es ganze 2%. Und wenn ich jetzt rechne, eine Garnisonseinheit zieht davon 0,6% ab, dann wisst ihr, dass wir im Prinzip 4 solche Garnisonseinheiten brauchen, um das Wachstum von Peking auszugleichen. Beziehungsweise das Wachstum von Tianjin, das übersteigen wir schon von 0,5%. Da steht ja auch schon eine Garnisonseinheit. Heißt für mich, weil das, glaube ich, regionsbasiert ist, bräuchten wir gar nicht so viele. Ich hatte jetzt gedacht, wir brauchen in Peking 4 Garnisonseinheiten. Ich glaube, es reichen sogar 3. Weil dann haben wir 0,2% zu wenig, aber bei Tianjin 0,5% zu viel. Und das sollte alles bei 0% rauskommen, wenn ich dann entsprechend eine Einheit hier noch verlege. Die kommt hier oben hin, das ist die zweite Einheit. Das ist die dritte Einheit und ansonsten, wen habe ich denn noch hier hingefahren? Ach, von hier unten den. Den bräuchten wir nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Der könnte also meinetwegen auch hier unten hingestellt werden. Und der eine bleibt hier stehen und verteidigt gegen diese Resttruppen. Ich glaube, das ist okay. Und dann können wir auch schon mal anfangen, hier sämtliche violetten Truppen, das ist nämlich hier die zweite Armee, wirklich auch bis hier unten hin zu ziehen, weil die wollen wir hier an der Ostseite des großen Flusses aufstellen, in Richtung Jinan umzuschwenken und diese ganze Region hier mit einzunehmen. Ja, dann habe ich ja gesagt, die Shaanxi-Truppen, die gehören jetzt, achso, das hatte ich noch nicht gesagt, die habe ich allesamt zur Shanghai-Expeditionsarmee zugeordnet und die werden jetzt auch mit doppeltem Befehl hier in Richtung Shanghai verschifft, denn diese Einheiten sind nicht sehr gut im Angriff und einigermaßen brauchbar in der Verteidigung. Und was brauche ich hier unten? Truppen, die insbesondere verteidigen können. Deswegen habe ich die hier unten hingeschickt. Dann habe ich wiederum die dritte Panzereinheit der zweiten Armee zugeordnet. Die kommt jetzt von Shanghai aus wieder nach Norden und trifft sich nachher mit diesen beiden Panzereinheiten, damit wir hier alle drei an derselben Stelle haben oder in derselben Region zum Angriff auf Jinan und zum schnellen Einschwenken hier Richtung Süden, Richtung Shanghai. Da sind die aufgrund des Terrains auch gut einzusetzen. Hier sind überall Ebenen, wo sie gut kämpfen können. Von daher schauen wir mal. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, denn ich neige immer dazu zu vergessen, dass diese Panzer eigentlich Infanteriedivisionen mit Panzerunterstützung sind, so wie wir das hier in der Vorlage ja auch drin haben. Und das sind auch ganz kleine. Das heißt, wenn die mal irgendwo abgeschnitten werden, dann sieht es richtig übel für die Einheiten aus. Dementsprechend müssen wir die immer mit Infanterie zusammenpaaren, die grundsätzlich eigentlich auch genauso schnell ist wie, ich mal gucke hier, die sind 2,8 km/h schnell und die Panzer sind es eben auch. Das heißt, die können wir genau gleich schnell miteinander mitziehen. Also ganz schnelle Kesselbewegungen, so ähnlich wie in Europa, die gehen eben in China hier nicht. Vor allen Dingen nicht mit der historischen Division, die Japan dafür eben als Mixed Brigades ursprünglich vorgesehen hatte. Waren das keine Truppen, die quasi einen Durchbruch ausnutzen, um dann ins Hinterland vorzurücken, sondern das sind wirklich mit Angriffstruppen, die die Infanterie eigentlich nur verstärken sollen. So. Das haben wir also auch jetzt alles abgehakt. Und dann müssen wir zu dem großen Bereich Marine-Upgrades noch kurz kommen. Ich habe jetzt hier ich kann euch das hier mal zeigen, diverse neue abgegradete Klassen hier gemacht, die wir dann hier entsprechend auch demnächst oder bereits jetzt schon nutzen werden. Das hängt immer ein bisschen davon ab. Ich gehe also grundsätzlich nach der Historie dieser Schiffsklassen und gucke mir an, welche Schiffsklasse wurde ungefähr auch wann in das Dock geschickt, um gewisse Upgrades zu erhalten. Das hat natürlich auch das historische Japan gemacht. Da wurden dann teilweise Upgrades an den Motoren schon Mitte der 30er Jahre von großen Schiffen vorgenommen, also von Schlachtschiffen, Schlachtkreuzern, schweren Kreuzern und so weiter. Aber es wurden natürlich auch teilweise Upgrades an den Kanonen vorgenommen, Upgrades an allen möglichen Modulen, die wir hier auch verändern können. Dementsprechend gibt es also jetzt eine abgegradete
Teilklasse der Nagato-Klasse. Da habe ich dann immer hingeschrieben, von wann das Upgrade ist, wann ich das eingestellt habe, nämlich hier 10.37, Oktober 1937. Das gleiche gilt für die Ise-Klasse, die hier auch ein Schlachtschiff darstellt. Die Kongo-Klasse, die auch völlig unhistorisch eigentlich von Grund auf konzipiert war hier im Spiel. Dazu kann ich euch gleich noch ein bisschen mehr sagen. Dann der schwere Kreuzer, die Miyoko-Klasse, bekommt jetzt hier ihre ersten Upgrades. Und die Sendai-Klasse haben wir hier irgendwo schon gehabt. Die hatte ich schon im April, wie ihr hier seht, schon etwas modernisiert mit neuen Flachs-Katapulten, Torpedos und so weiter und so fort. Da werden wir nach und nach natürlich auch weitermachen. Aber prinzipiell, das ist mir ganz wichtig, prinzipiell werden wir jetzt eher die schweren Schiffe upgraden und dann erst die kleineren, weil die natürlich bedeutsamer sind. Und wir nehmen als erstes natürlich Schiffe, die jetzt wenig zu tun haben. Zum Beispiel unsere Einsatzgruppen in Dalian und in Shanghai. Die feindliche Flotte wurde ja, soweit wir wissen, vollständig ausgelöscht. Das heißt also hier, der Angriffstrupp wird vermutlich lange Zeit gar nichts zu tun bekommen. Und dementsprechend können wir hier dann auch die ersten Schiffe rausholen. Ich habe jetzt hier das Schlachtschiff Hyuga schon mal auf den Weg geschickt. Das ist dann hier drin. Die wird jetzt neu aufgerüstet mit der moderneren Ise-Klasse. Das war vorher die Fuso-Ise-Klasse, dann kombinierte Klasse, ist aber egal. Real gesehen waren das eigentlich zwei verschiedene Klassen, aber das Spiel hat die der Einfachheit halber zusammengefügt. Und die werden jetzt abgegradet, die Hyuga, nach ihrem historischen Vorbild. Und der schwere Kreuzer Atago aus der Miyoko-Klasse, der wird auch entsprechend jetzt schon mal abgegradet. Das sind die ersten beiden Schiffe. Und wir haben aktuell ja hier einige Werften übrig, das müsste ungefähr hinkommen. Dann ist mir noch was aufgefallen, und zwar erst kurz vor der Aufnahme, nämlich, dass die Entwickler einen ganz schön dicken Fehler eingebaut haben. Es gab insgesamt, jetzt muss ich mal auf meine Notizen gucken, es gab insgesamt, Schlachtschiffe brauche ich jetzt, zwei Schiffe der Nagato-Klasse. Das ist die Nagato selbst, logischerweise, und die Mutsu. Jetzt gucke ich mal gerade, wo die sich befinden. Nagato und Mutsu. Hier nicht, das sind nur schwere Kreuzer, ich glaube hier. Da ist die Mutsu, das ist momentan der Stolz der Flotte, und die Nagato ist hier als Flaggschiff hier bei der zweiten Flotte gerade drin. Das sind beides auch Nagato-Klasse-Schiffe. Alles schön und gut. Jetzt habe ich mir aber diese Einsatzgruppe mal angeschaut. Und da drin haben wir ein Schiff, das heißt Haruna. Und das ist einsortiert als Nagato-Klasse-Schiff, Schlachtschiff. Das stimmt aber nicht. Denn die Haruna war eine von vier Schlachtschiffen, / Schlachtkreuzern der sogenannten Kongo-Klasse. Die Kongo-Klasse besteht aus der Kongo, der Hiei, der Kirishima. Hier sehen wir sie beide schon. Hiei und Kirishima sind beide auch Kongo-Klasse-Schiffe. Dann eben die Haruna, die jetzt hier als Nagato-Klasse einsortiert ist, und die Kongo selbst, die es im Spiel hier irgendwie gar nicht gibt. Warum auch immer, die ich aber, glaube ich, eben schon umbenannt habe. Die ich noch umbenennen muss. Denn wir haben hier ein Kongo-Klasse-Schiff, das nennt sich Kaga. Kaga ist eigentlich der Name eines Flugzeugträgers bei den Japanern. Warum das so ist? I have no idea. Ich ändere das jetzt mal ab. Das ist also die Kongo. So, und fertig. Und dann haben wir wenigstens hier die richtigen Schiffsnamen. Aber uns fällt natürlich auf, die Haruna dürfte eigentlich kein Nagato-Klasse-Schlachtschiff sein. Das sorgt also dafür, die Nagato-Klasse bei uns im Spiel hat drei Schlachtschiffe und die Kongo-Klasse auch nur drei. Obwohl es eigentlich vier sein müssten und die Nagato-Klasse nur zwei. Fragt mich nicht, warum die Entwickler so einen Bock da reingebaut haben. Das jetzt umzuändern, die Haruna zu einer Kongo-Klasse zu machen, steht außer Frage, denn das würde dazu führen, dass so ziemlich alle Module geändert werden müssten. Ich zeige euch das mal, was das bedeutet für die aktualisierte Kongo-Klasse. Ja, 981 Tage Werfzeit. Nein, danke, machen wir natürlich nicht. Damit müssen wir jetzt einfach leben, dass die Entwickler hier komplett falsche Schiffsklassen zugeordnet haben. Wollte ich euch nur mal kurz sagen, weil mir das eben erst aufgefallen ist, hat mich auch ziemlich geärgert, weil das ist einfach spielmechanisch blöd. Ne? Da werden jetzt völlig falsche Module einem Schiff zugeordnet, das solche Module gar nicht hat, oder andere Module, und es ist halt, ne, es ist halt wirklich, es macht die Sache, die eh schon unglaublich kompliziert ist, nämlich dieses ganze Klassenchaos hier der japanischen riesigen Marine hier überhaupt zu sortieren, macht es noch viel komplizierter. Aber das nur so am Rande. So.
Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten haben, dann gucken wir einmal auf die Operationen. Ihr seht schon hier wenige Aufgaben, denn ich habe alle Schiffe unserer Flotte 2, unserer U-Boot-Flotte nenne ich das jetzt einfach mal, denn das ist effektiv die U-Boot-Flotte. Die hieß natürlich historisch anders, ist uns aber jetzt in dem Fall mal egal. All diese U-Boote hier habe ich jetzt nach Hause geschickt, sowohl die Minenlegenden als auch die Einsatzgruppen für die Konvoiüberfälle. Denn wir haben jetzt schon seit, ich glaube, einem Monat oder so keine Konvoiüberfälle erfolgreich mehr gehabt. Es sieht so aus, als wenn China all seine Schiffsoperationen eingestellt hat. Ihre Flotte wurde, soweit wir wissen, komplett vernichtet. Und dementsprechend macht China einfach nichts mehr. Dann brauchen wir natürlich auch die U-Boote nicht mehr hier Treibstoff verbrauchen lassen. Und genau dasselbe habe ich gemacht bei den Minenlege-Einsatzgruppen. Die habe ich jetzt auch nach Hause geschickt. Die brauchen keine Minen mehr legen, weil wenn es keine feindlichen Schiffe hier mehr gibt, dann brauchen wir auch keine Minenlege-Operationen mehr. So. Das haben wir jetzt erstmal gemacht und man kann jetzt noch argumentieren, ob man hier die Aufklärung weglässt und die Angriffstrupps komplett arbeitslos irgendwo zurücklässt. Das finde ich aber nicht in Ordnung, weil so ganz sicher können wir uns ja nicht sein, ob China nicht doch nochmal mit irgendwas um die Ecke kommt. Von daher lassen wir es jetzt so, wie es ist. Dafür haben wir jetzt weniger Treibstoffverbrauch und ihr wisst Bescheid. So, und jetzt können wir wieder richtig ins Spiel reinstarten, ein bisschen Zeit vergehen lassen. Wir gucken erstmal, dass wir hier einen Tag wieder vergehen lassen, bis wir hier frei sind und die Truppen in die Ebene hier über den Fluss bewegen können, denn der ist momentan zugestellt. So, schauen wir mal, wie das läuft. Hier sehen wir auch schon, das geht ziemlich gut voran. So, 5 Uhr, es ist fast vorbei. Der Angreifer hat fast seine ganzen Truppen hier aufgebraucht. Wir können diese ganzen Leute hier auch schon mal da reinziehen und dann können wir gleich entsprechend weiterziehen. So, im Süden haben wir tatsächlich jetzt hier diese Hügelprovinz in Zhejiang erobert, was sehr, sehr cool ist, denn jetzt können wir hier mit den Truppen Schluss machen. Das heißt also, die sind eingekesselt, 3 Infanteriedivisionen der Chinesen hier. Ein Riesenerfolg. Allerdings, der Panzer greift jetzt hier nicht mehr an. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen schwachsinnig. Was wir aber machen können, warte mal, wir haben hier 12 Breite von 80. Macht also 68. Das heißt, ich kann beide Infanteriedivisionen auch hier zur Unterstützung mit angreifen lassen. Und diese Einheit schicke ich nach Hangzhou, damit die hier noch besser zur Verteidigung beiträgt. Die beiden tauschen wir untereinander aus. Alles soweit in Ordnung. Ja, ich denke, das ist soweit auch okay. So, wie sieht es hier oben aus? Hier wird noch angegriffen gegen schwächere Truppen. Das hier macht die deutsche Division alleine. Sollen wir ihr dabei helfen? Können wir ja eigentlich. Die Truppen hier oben sind völlig frei. Und auch die hier können unterstützen, beziehungsweise eine sogar richtig angreifen, würde ich sagen. Dann haben wir hier nochmal eine Unterstützung. Wir machen hier nicht viel Offensivoperationen jetzt in der Zukunft, aber das, was wir machen können, machen wir. So, eine weitere Shaanxi-Division steht hier im Hafen von Tianjin. Die wird natürlich jetzt auch direkt nach Shanghai verlegt, da wo sie hingehört. Und ja, die hier oben, die können wir immer noch nicht wegziehen, weil die natürlich immer noch unter Angriff ist. Das wird sich so schnell wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr ändern. So, wir stoppen mal kurz den Tagesintervall ab, einfach weil ich die Truppen hier auch sofort weiterbringen will. Hier bitte rein. Die Provinz lassen wir dann völlig unbewacht zurück. Beziehungsweise wir schicken einfach eine Einheit hier rüber. Genau, eine von der ersten Armee. Das ist, denke ich mal, äußerst sinnvoll. Und ja, ansonsten werden jetzt hier die Angriffe unterstützt von den beiden Einheiten. Dann sind die wesentlich besser unterwegs. Ja, das Wetter ist mies. Die Erfahrung ist mies. Das Gelände ist mies. Also ziemlich alles ist hier mies im Hügel. Aber wir werden es trotzdem hinbekommen, weil der Gegner leidet jetzt unter extremem Nachschubmangel und ist sehr ineffizient unterwegs. Sehr gut. Ach so, was ich auch noch machen wollte. Ich wollte hier dauerhaft eine Garnisonseinheit immer rekrutieren lassen, die hier entsprechend in
Tokio ausgebildet werden soll. Einfach unendlich weit. Das kostet alles wieder Ausrüstung, aber wir brauchen mehr Garnisonsdivisionen. Einerseits natürlich, weil wir jetzt die besetzten Gebiete mit einem grausamen Regiment regieren wollen. Da brauchen wir schon mehr Truppen für. Und auch, weil wir bestimmte Städte und Schlüsselpunkte hier mit Verteidigungstruppen besetzen müssen. Und davon haben wir prinzipiell eher zu wenig als zu viel. So, in Peking sehen wir hier, alles ist noch okay, aber auch nur deswegen, weil hier eben unsere Truppen hier hinten noch stehen. Sollten die irgendwann vorrücken, dann wird es hier hinten nämlich sehr knapp. So, in Qingdao wiederum ist alles gut, minus 0,1, perfekt ausgenutzt die ganze Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wir kriegen glaube ich nicht mehr Militärfabriken da aus der ganzen Sache raus, weil... Also wir kriegen ja hier, um das nochmal zu erläutern, kriegen wir lokale Fabriken minus 50% von besetzten Gebieten. Bisher bei Moderat bekamen wir minus 70%. Jetzt haben wir 20% mehr Fabriken, aber weil es hier so wenig gibt, also zwei Zivile hier zum Beispiel, ob das jetzt minus 80 oder also eine nur nutzbar ist oder ob wir hier minus 50% haben, dann ist immer noch eine nur nutzbar. Also ihr seht schon, auch bei den Zivilfabriken hier ändert sich erstmal vermutlich zumindest nichts. Gut, da können wir nichts dran machen, aber für andere Gebiete wird das später, ich glaube hier in Shanghai gibt es zumindest 11 freigeschaltete, wer weiß, was die hier reingebaut haben, das müssen wir dann gucken, wenn wir es erobert haben, kommt alles noch in der Zukunft. So, ja, jetzt können wir eigentlich dann die Zeit wieder bis zum nächsten Tag weiterlaufen lassen, uns dann erneut einen Überblick am 5. Oktober hier verschaffen. Ja, politische Machtpunkte für die Verteilung dieser Jobs, das wird hier sehr schwierig, weil wir ja auch noch 50 Punkte für diesen Zwischenfall an der Marco Polo Brücke ausgeben müssen, in Form von Entscheidungen. Ja, und wir nur 0,81 täglich bekommen. Also bis wir hier mal Kanin Kotohito endlich als richtigen Stabschef einsetzen können im Spiel, wird leider noch ein bisschen dauern. Aber das können wir derzeit leider auch nicht ändern. So, hier oben sind jetzt einige Truppen. Naja, eine Division ist hier mit reingerückt, die jetzt ein bisschen hilft. Aber es kommen noch einige nach. Bei einer 120er Breite ist das ja kein Problem. So, die hier unten, die sind auch ziemlich gut am Gewinnen. Das ist sehr schön. Wir könnten die jetzt hier mit einer der vier Divisionen eigentlich noch unterstützen. Eigentlich sogar mit allen vieren. Machen wir das mal. Das sind... 12, 24, 26, 48 Breite, aber wir haben 120 insgesamt, also wir können das locker unterstützen hier. Gut, dann machen wir das auch. Wunderbar. Die Truppen bewegen sich hier noch, dann können wir eigentlich alles so laufen lassen. Wir sehen, hier unten gab es gerade einen Angriff, der ist aber wieder abgebrochen worden. Alles soweit in Ordnung. Wenn die hier abhauen, ist mir das auch recht. Hier kommen neue Truppen rein. Aber mit denen werden wir gleich, denke ich mal, fertig werden. Das sollte kein großes Problem sein. Da kommt schon die erste Einheit an. Die ersten 6 Divisionen sind jetzt schon dort. Und mit denen können wir natürlich jetzt direkt angreifen. Einmal greifen wir jetzt hier an in der Küstenprovinz, denn wir wollen natürlich hier schnellstmöglich die Verbindung mit der, mit dieser kleinen Gebietsarmee Nordchina hier vollziehen. Das heißt, von zwei Seiten heißt 120er Breite, 3 Einheiten haben 99. Dann lassen wir doch hier gerade mal die beiden mit angreifen. Dann haben wir hier 3 und die können auch noch, dann haben wir sogar eine 160er Breite, die unterstützen den Angriff. So 99 und 12, jetzt muss ich wieder ein bisschen rechnen, das, ihr kennt das Spiel. oh Gott, Kopfreden, was ist heute los? 99, 112 und 111, genau. 111er Breite haben wir ausgefüllt von 160. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch eine weitere Einheit hiermit angreifen lassen. So, und dann schauen wir mal, wie das hier funktioniert. 144 von 160, sehr schön. Und 7. Oktober, 5 Uhr, wir sehen, das sollte hier sehr schnell vorbei sein. Wir haben einen überlegenen General und wir haben Küstenbombardierung und Luftüberlegenheit, das ist alles super gut. Übrigens, bei den Flugzeugen habe ich mir eigentlich gedacht, das wäre doch, ja... In der Situation, wie sie sich hier darstellt, wäre es doch eigentlich logisch, hier diese Kapazität von 200 Flugzeugen auszufüllen und ein paar der Bomber, meinetwegen hier zum Beispiel die 60 und 50, das sind ja genau 110, hier unten reinzubringen. Das Problem ist aber, dass diese Mechanik hier so funktioniert, dass immer die gesamte Region benutzt wird und ich brauche einen Flughafen, der möglichst viel von der Region abdeckt,
damit die Flugzeuge effizient sind. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil man sollte ja eigentlich meinen, dass die Flugzeuge hier im Norden überhaupt keine Einsätze fliegen, weil hier überhaupt keine Feindkontakte sind. Aber das Spiel tut halt so, als ob das so wäre und braucht hier maximale Missionsabdeckung für die Effizienz, damit wir hier ja größere Wahrscheinlichkeiten haben, überhaupt Feinde abzuschießen. Das ist sehr komisch und entspricht zu 0% irgendeiner Art von Zweite Weltkriegs-Luftkampf-Doktrin. Aber nun gut, was immer sich die Entwickler dabei gedacht haben, es ist ziemlicher Murks, um das mal ehrlich zu sagen. Normalerweise würde es wirklich Sinn machen, wenn ich jetzt die Frontlinie hier aufstelle mit den meisten Truppen und hier die meisten Kämpfe habe, dass ich auch hier alle Flugzeuge reinpacke, die ich irgendwie brauche, um hier die Operationen direkt an der Front zu unterstützen, weil natürlich der Weg von hier nach da viel geringer ist als von hier oben nach da. Also normalerweise müsste ich ja auch einberechnen, dass die Flugzeuge von hier nach da innerhalb von, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten da sind und hier oben anderthalb Stunden Anfahrtzeit haben oder anderthalb Stunden Anflugzeit, um das jetzt mal mit einem fiktiven Beispiel vorzurechnen. Also eigentlich ist das Quatsch, so wie das hier funktioniert, aber naja, es ist das Spiel und wir müssen uns ja als solches auch hinnehmen, wie es ist. Es hat eben seine Mängel, es hat seine Vorteile und Luftkampf gehört wirklich zu einem der ganz, ganz großen Schwächen, die echt in einem Zukunfts-DLC oder irgendeinem Patch mal gerne geändert werden darf und zwar von Grund auf, weil das macht wirklich keinen Sinn. So, da habe ich mich jetzt aber auch genug drüber ausgelassen. Hier hat sich nicht viel bewegt und die sind auch ganz schön abgenutzt schon hier, die drei Divisionen, aber das können wir nicht ändern. Die Riku Sentai, unsere Marineleute, werden auch angegriffen. Auch das können wir nicht ändern. Der Panzer kommt auch nicht raus. Auch der muss sich jetzt verteidigen. Naja, und die Shaanxi-Truppen können hier gar nicht erst rein, weil der Angriff hier noch läuft. Aber irgendwann müssen die das ja aufgeben. Das kann nicht mehr ewig dauern. Von daher, ja, ist das okay. Dann kann man natürlich jetzt auch noch überlegen, sollten wir hier vielleicht mit der Riku Sentai schon mal einen Seeinvasionsbefehl geben, dass der schon mal vorbereitet wird. Können wir machen. Frage ist nur, wohin? Ich würde sagen, hier bei Ningbo wäre noch ein ganz okayes Ziel. Das ist zwar nicht wirklich wichtig, hat auch keine Kriegspunkte oder so. Im Vergleich zum Beispiel zu Fuzhou hier unten. Wobei man sieht das hier wieder nicht, weil das die andere Ansicht ist. So, wir haben hier einen einzigen Siegpunkt drin und hier haben wir zum Beispiel 3. Ja, aber trotzdem, wir können den Gegner hier wieder rauslocken, dass der sich hier aufstellen muss und seine Truppen hier quasi wegziehen muss. Das ist also strategisch schon ganz klug, das zu machen. Außerdem haben wir hier Befestigungen, die uns bei der Verteidigung helfen, unter anderem und so weiter und so fort. Das macht wirklich schon Sinn, finde ich. Allerdings müssten wir natürlich wahrscheinlich die ganzen Shaanxi-Truppen mitschicken, damit das dann hier gesichert wird, weil die Riku Sentai alleine werden das, glaube ich, hier nicht halten können. Egal, aber das kommt erst in der Zukunft. Jetzt müssen wir uns erstmal um die drei chinesischen Divisionen in der Rückseite der Front kümmern, bevor wir hier überhaupt irgendwas anderes machen können. Okay, dann lasst uns nochmal hier einen Tag warten. Hier oben könnte es gleich schon vorbei sein mit dem Angriff. Den könnten wir erfolgreich abschließen, das ist sehr gut. Die Leute gehen bitte auch einmal noch über den Fluss, die bleiben hier einfach stehen. Ja, und ich glaube, bevor wir die hier reinrücken lassen, in die Hügelprovinz, machen wir hier einen Angriff. Genau, zwar nur mit 2 Einheiten, das ist ein bisschen wenig, aber mehr haben wir eben jetzt nicht zur Verfügung. Damit müssen wir auf Dauer klarkommen. Gut, machen wir das mal. Das hat nicht viele Chancen auf Erfolg, soll nur die Einheiten daran hindern, hier über den Fluss zu treten, um uns hier ein bisschen mehr Freiheit im östlichen Bereich zu schaffen. So, die Einheiten haben sich jetzt wieder ein bisschen erholt nach diesen kleinen Angriffen auf sie. Das ist, denke ich mal, durchaus auch in Ordnung. Hier stehen wieder Russen, da stehen auch noch Sowjets. Also, eine Menge ist hier los. Und ich behaupte, wir könnten eigentlich mit diesen beiden Einheiten auch super schon mal hier angreifen. Vermutlich werden uns die Russen aber dann in der Folge hier mit einem Gegenangriff belegen. Andererseits könnten wir dafür sorgen, dass die Einheit schon mal vorab geschwächt wird. Von daher mache ich das mal, dass wir dann hier diese Provinz auch gleich
schnell befreien können von Feindtruppen. Das ist doch, denke ich mal, sehr, sehr sinnvoll. Okay, lassen wir wieder einen Tag verstreichen. Sehen also hier, noch passiert hier nichts. Also die Russen bleiben still. Das ist gut, weil dann können wir denen schon mal ordentlich Schaden geben. Müssen nur aufpassen, wenn die dann einen Gegenangriff machen, dass wir dann das wirklich schnell wieder abbrechen, glaube ich. So. Jetzt können wir theoretisch auf diese Einheit schon mal angreifen mit den restlichen, die hier eingetroffen sind. Ich könnte eine Garnisonseinheit mit 12er Breite noch hier rein angreifen lassen. Wir haben noch genug Breite frei. Dann geht das nochmal einen Ticken besser. Die Panzer... Ja. Warte mal, 12er Breite heißt hier 56 von 60, ne? Oder nee, wartet mal, lasse ich die lieber hier in Ruhe und fahre lieber mit den beiden Panzern hier rein. Das ist eine 14er Breite, ne? 54 und 4 sind 58. Das würde noch besser in die Gesamtbreite passen. Und in die Ebene bekommen sie ja keinen Angriffsmalus, die Panzer. Von daher sind die da sogar noch besser in diese Richtung aufgehoben. Okay, dann können wir... Ja... Oh, jetzt überlege ich gerade, es wäre schlauer gewesen, ich hätte doch eine Einheit hier drüben gelassen, damit die nach hier unterstützen kann von zwei Seiten, weil wir sonst nur eine 80er Angriffsbreite kriegen jetzt, ne? Also wir können jetzt hier zwei der Infanterieeinheiten angreifen lassen plus eine bitte, der Garnisonseinheiten. Das ist ein bisschen wenig, das werden wir aber gleich noch unterstützen von hier drüben. Können wir das sogar mit einem... Nee, das geht nicht. Das muss ich so machen und dann so. Naja, dann ist das eben so. Dann machen die halt einen Flussangriff. Die sind natürlich extrem ineffizient, geben uns aber dann halt nochmal 40 Breite. Das wäre ganz cool. Das bräuchten wir nämlich gleich auch noch. Und dann können wir hier weitere Truppen zuordnen. Okay, ich hoffe, die Ebene wird jetzt hier nicht eingenommen. Aber ich glaube, der Gegner traut sich das erst gar nicht, weil er hier gar nicht so viele Truppen stehen hat. Aber naja, mal gucken, was die Russen so machen. Man sollte ja mit ziemlich allem rechnen, was möglich ist. So, hier haben wir auch wieder eine 80er Angriffsbreite, die hier bereit wäre, Offensivoperationen aufzunehmen. Allerdings sind die Gegnerkräfte doch so stark, dass ich davon bisher eigentlich zurücktreten will. Denn ich befürchte, dass hier das kostspielig sein wird. Und ich will natürlich Verluste vermeiden, solange wir hier so schwach im Süden aufgestellt sind und solange unsere anderen Truppen uns hier nicht hier noch mit ihrer Anwesenheit beehren können, weil die noch im Norden beschäftigt sind natürlich. So, die Geschichte ist aber gleich vorbei. Hier ist nur noch eine Restdivision übrig. Die wurde hier gleich besiegt oder wird gleich hier besiegt werden. Und dann ist das Thema erledigt. Hier oben sieht es auch gut aus. 108 gegen 30. Der Angriff hier wird sich jetzt auch langsam totfahren. Was auch eine gute Sache ist. Ja. Sieht auch im Norden eigentlich alles sehr stabil aus. Die lassen wir jetzt noch ein bisschen angreifen, aber nicht allzu lang, weil das ist ziemlich kostspielig für deren Material. Die haben hier ordentlich Verluste. Aber ein, zwei Tage müssen wir das hier noch aufrechterhalten, um unseren Truppen hier drüben einen Vorteil zu geben. Okay, dann schauen wir mal. Noch ein weiterer Tag zieht ins Land. 5 und wir haben den Nakajima KI-27-Jäger erforscht. Sehr gut. Ich weiß auch schon, was ich als nächstes forsche. Ganz wichtig hier, verbesserte Maschinenwerkzeuge, denn die Obergrenze der Produktionsleistung würde sich dann um 10% erhöhen und die Produktionsleistung ist ja sowieso auf 30% runtergefahren wegen der Elite-Schwierigkeit und das hindert uns hier daran, unter anderem, dass wir unsere Infanterie besser ausbauen können, weil uns hier überall die Produktion noch fehlt, aus den gegebenen Materialien mehr zu machen und die Effizienz zu erhöhen. Das muss hier unser oberstes Ziel sein, um aus den begrenzten Ressourcen, die wir haben, ein Maximum machen zu können. So, wir sehen hier, sieht es jetzt schon sehr viel besser aus. Der Gegner ist so gut wie geschlagen. Ich glaube, in einem Tag wird sich das hier erledigt haben. Dann haben unsere Truppen hier auch endlich mal Zeit zur Verschiffung und Erholung. Und dann können wir die natürlich auch wieder weiterschieben in eine andere Provinz. Okay, das sieht gut so aus. Hier kommt auch noch eine Shanxi-Einheit an. Das ist gut. Wie sieht es hier aus? Da werden wir immer noch nicht angegriffen. Das ist gut. Hier drüben sind wir auch fast fertig. Die Organisation ist fast runter. Die Einheit wird schnurstracks besiegt, die beiden hier.
Und die hier können auch nicht allzu lange halten, aber noch weniger lang, wenn ich gleich Unterstützung aus der von der anderen Flussseite bekomme, mit den entsprechenden Einheiten. Ja, lassen wir es so stehen. Achso, die Ausrüstung der Jäger kann ich natürlich jetzt auf das neue Modell KI-27 erhöhen. Man könnte jetzt hier mit 113 Luftwaffe natürlich schon mal anfangen, hier die Werte zu erhöhen. Aber für mich ist das hier, ehrlich gesagt, ich will nicht sagen eine Übergangsgeschichte, aber ich will schon die Upgrades nachher für die Marine, für die ganzen Marine Jäger und Bomber eigentlich bereithalten, weil die werden, glaube ich, im Laufe der Zeit noch wichtiger wie die reinen Luftstreitkräfte. So, dementsprechend werden wir einfach nur upgraden hier. Jetzt produzieren wir natürlich wieder so gut wie gar nichts mehr, aber so ist das eben. Ja, lassen wir es erstmal dabei. Die Folge hat lang genug angedauert, aber wir haben auch ein bisschen was geschafft. Ihr wisst jetzt Bescheid über die neuesten Entwicklungen hier an der Front und wir sehen uns dann in der dritten Folge dieser Staffel morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.